Der nächste Auftrag, den wir haben, das ist ein VW Crafter. Der ist wohl blockiert, also die Lenkung ist blockiert oder der Zündschlüssel funktioniert nicht, entweder oder. Also das ist nie 100% nachvollziehbar, wie das hier aufgelistet ist, weil das meistens Kürzel sind. Und da das ein bisschen schwerer ist, das Fahrzeug, und das mit diesem Fahrzeug hier nur geht, muss ich ja jetzt hinfahren. Hi. 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 Was haben wir denn für ein Problem? Ja, also ich habe hier einen Luftdruck gemacht und wollte dann wieder losfahren. Ja. Und der Schlüssel hat sich nicht mehr gedreht. Also ich habe ihn reingesteckt und weil das Symbol für die Wegfahrsperre ist dann angegangen. Und okay. Der Schlüssel lässt sich gar nicht mehr drehen. Ich dachte dann, wie liegt es an dem? Habe ich den Ersatzschlüssel geholt. Ja, auch nicht funktioniert. Auch nicht funktioniert, genau. Dann gehe ich mal von aus, dass das Zündschloss kaputt ist. Ja. Aber ich probiere es trotzdem selber einmal. Ja, damit ich... Der Kollege vom ADAC war auch schon da, hat auch probiert. Manchmal habe ich so ein glückliches Händchen, dann steige ich ein, dann mache ich das und dann sind sie nervös. Das wäre es jetzt. Das wäre es jetzt. Heute nicht. Heute nicht. Nee, heute nicht. Ja. Gut. Aber hast du drei Stunden warten, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu peinlich gewesen. Das Problem ist bei den Craftern oder bei den Sprintern, dass die Zündschlüssel oder die Zündanlagen einfach verschleißen und irgendwann kannst du dann nicht mehr drehen und ist vorbei. Also, wenn du nicht drehen kannst, haben wir natürlich jetzt in diesem Fall das Problem, dass die Räder eingeschlagen sind. Das ist... Ich wollte ja direkt wieder fahren. Also. Da werde ich jetzt auf jeden Fall Spaß haben. Also von hinten werde ich den wegziehen, noch soweit ich kann. Wenn ich Glück habe, komme ich von vorne dran, kann ich den aufnehmen. Wenn nicht, dann werde ich vorne die Dolly-Achse drunter bauen und dann muss ich den hinten hochnehmen und hinterherziehen. Wäre ungünstig, besser wäre es, wenn ich den einmal gedreht bekomme. Wir haben jetzt hier nur den Luftdruck gemacht. Freitags ist immer unser Busse checken. Dann checken wir alle Fahrzeuge durch, tanken die, dokumentieren alles. Wir haben auch eine Checkliste da drin, gucken uns die Flüssigkeiten an, alles Mögliche. Und jetzt hier der Luftdruck gehört natürlich dann auch dazu. Jetzt versuchen wir nochmal, das Zündschloss zu bewegen. Oftmals, wenn das Fahrzeug ein bisschen bewegt wird und das in der Lenkung irgendwie fest saß, hat man manchmal das Glück und dann plötzlich funktioniert es noch einmal, um zur Werkstatt zu fahren. Funktioniert aber nicht, ne? Jetzt probieren wir weiter aus. Dann mach einmal den Wabenblicker an, bitte. Alles klar. Dann ziehen wir den jetzt mal ganz langsam raus. Gut. Jetzt sieht man dadurch, dass wir hier so eine Bodenunebenheit haben, ne, muss ich das jetzt nochmal nachsteuern, weil gerade hast du ja gesehen, waren wir ziemlich eben mit dem Boden und dadurch, dass hier so eine extreme Unebenheit hier kommt, steuere ich den jetzt einfach nach und ein bisschen runter. Der Kleinbus am Haken muss so über die Unebenheiten gebracht werden, ohne dass er aufsetzt. Jetzt drehen wir den Spieß um, weil wir sehen ja, wir haben vorne eingeschlagene Räder. Es ist ja für mich unmöglich, so über die Straße zu fahren, weil sonst würde er ja neben mir herlaufen. Also lasse ich ihn jetzt runter, fahre vor das Fahrzeug, nehme den vorne hoch und dann ziehe ich ihn hinterher. Marcel Schwarz will das Pannenfahrzeug auf der Vorderachse bis in die Werkstatt ziehen. Doch der Kunde hat Bedenken. Dass halt die Antriebswelle kaputt gehen könnte. Und das ist bei dem Wagen dann ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil dann mit der ganzen Hinterachse da zusammenhängt. Und der hat jetzt schon eine neue Kardanwelle bekommen.
Und dann wäre die Antriebswelle einfach der finanzielle Ruin für den Wagen. Letztes Mal, als wir abgeschleppt wurden, sollte sie auf der Vorderachse rollen, weil hinten die, Antriebswelle ist. Richtig. Allerdings muss ich dir erklären, dass wir uns mit den Herstellern auseinandergesetzt haben und bei den Crafter, bei den Sprinter-Modellen, genauso wie bei den Iveco Einachser, die keine Zwillingsbereifung haben, kannst du, wenn es ein Schaltwagen ist, das Fahrzeug bis zu 50 km problemlos über die Achsen herziehen. Dafür brauchst du nicht die Kardanwelle ausbauen. Na gut. Also das hat mir jeder Werkstattmeister gesagt, ob ich jetzt bei VW drin war oder bei allen anderen, das ist kein Problem. Es ist auch noch nie was passiert und ich habe schon hunderte davon abgestellt, also ist kein Problem. Mehr als 20 Kilometer wird Marcel Schwarz den Crafter in die Werkstatt schleppen. Rund 700 Euro kostet den Kunden die Reparatur des defekten Zündschlosses. Für Marcel Schwarz ist es die letzte Tour für heute. Morgen früh ab 6 ist er wieder im Einsatz.